Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Jane. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine Time und ich spiele mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Einmal mit Flipflop und dafür geschaffen gegen ein Oni. Ja. Boah, gut, dass er mich nicht gesehen hat. Das war aber knapp. Gut, dann gehen wir mal in den Gen hier vorne. Mit dafür geschaffen laufe ich 3% schneller, sobald ich verletzt bin. Wenn ich allerdings erschöpft sein sollte, aus irgendeinem Grund, wird dieses Perk deaktiviert. Und wenn ich wieder geheilt bin, wird es ebenfalls deaktiviert. Bis dahin, wenn ich verletzt bin, habe ich eine Laufgeschwindigkeit von plus 3%. Außerdem, wenn ich einen Überlebenden heile, entweder aus dem Todesstatus in den verletzten Status oder aus dem verletzten Status wieder heile, ja, so dass er gesund ist, kein Bambusel, dann bekomme ich den Status Kondition durch dafür geschaffen und kann einen weiteren Hit einstecken. Geisterhaken. Jetzt hat er mich gesehen. Das war auch unausweichlich. Sneak mal ein bisschen. Ich glaube, er ist zurückgegangen. Das heißt, ich muss mich ja schon ein bisschen mehr anbieten. Den Hit aber. Oder auch nicht. Da vorne ist noch mal eine Palette. Aber er geht weg von mir. Ich habe außerdem noch Flipflop mit. Das ist auch im Schrein der Geheimnisse. Und Flipflop macht, dass wenn ich am Boden recover... Oh, der arme Quentin. Ich den Fortschritt zu 50% übertragen kann auf meinen Wiggle-Status. Also, jetzt liegen beide, okay. Das bedeutet, wenn ich am Boden liegen gelassen werde und zu, sagen wir mal, 90% recovered bin und der Killer mich dann aufhebt, bin ich danach zu 45% schon aus dem Griff des Killers rausgewiggelt. Geisterhaken. Hab ich vergessen. Nein! Ach, echt jetzt. Ich gehe erst zu Quentin rüber. Dann tausche ich rein. Das ist mir egal. Dann tausche ich jetzt rein und kann mich hier ein bisschen recovern. Ich liege halt unter einem Haken, das heißt, wenn er mich hochhebt, ist es eigentlich auch gelaufen. Ja, damit habe ich noch unbeugsam mit Flipflop, damit ich schneller recover am Boden. Und außerdem habe ich Widerstandsfähigkeit mit. Mit Widerstandsfähigkeit kann ich alles schneller machen. Außer laufen. Das mache ich nur mit dafür geschaffen. Gleich seht ihr, dass ich den Status Kondition bekomme durch dafür geschaffen. Mit Widerstandsfähigkeit kann ich schneller vaulten. Da, Status Kondition. Und er geht Cheryl hinterher.
Was auch immer er für ein Problem mit dem armen Quentin hatte. So, einmal andipschen. Widerstandsfähigkeit, genau. Macht, das ist ein freilehrbares Perk links, dass ich schneller reparieren kann, mich schneller heilen kann oder andere schneller heilen kann. Boah. Somit dafür geschaffen. Bin ich ein bisschen schneller und schaff's noch zur Palette. Muss hier ein bisschen eng laufen am besten. Na gut, aber er hat hier keinen Haken mehr. Konnte ein bisschen von meinem Status übertragen. Es waren irgendwie 3% oder so. Vielleicht sind es die fehlenden 3%, weil der Haken hier sabotiert wurde. Sehr schön. Andersrum funktioniert es leider nicht. Das heißt, ich kann nicht den Status von der Schulter auf unbeugsam übertragen lassen. So, ich mache es mal auf 99, weil sie auch schon wieder hier hinkommt. Ich könnte jetzt aufstehen, aber er kriegt mich halt eh nicht mehr. Hoch, genau. Ich hole mir mal das Medipaket von Quentin. Er hat jetzt richtig Angst vor dafür geschaffen. Deswegen hat er bei Claudette gerade noch ein bisschen abgewartet. Gegen den Uni immer ganz wichtig, sich zu heilen. Am besten nicht neben dem Jin. Oh, schlampiger Schlachter, das wusste ich nicht. Oder ich habe nicht damit gerechnet, sagen wir so. Oh nein, ich bin hängen geblieben. So, okay. Der Haken, der müsste inzwischen wieder gespawnt sein, eigentlich, ja. Ich hing ja auch noch kein Mal, also. Gönnen wir ihm das mal. Ist, glaube ich, hart genug. Als Titan hier. Wer weiß, wer weiß. Ich hatte super viele Farming-Runden. Also, ich werde es heute ein bisschen später hochladen, das Video. Weil es echt, ich hatte so viele Farming-Runden heute. Es war heute mal anders schwierig, eine Runde für euch zustande zu bekommen. Da kommt er schon wieder. Und ja, er vertreibt die beiden immer wieder vom Haken. Okay. Sie schafft es aber noch vom zweiten Status. Super, komm. Ich dachte eigentlich, ich krieg den Schlag, ne? Er geht zurück. Schlampiger Schlachter war es offensichtlich, ne? Ärgerlich. So, mit dem Medipaket zusammen und Widerstandsfähigkeit müsste ich ziemlich schnell unterwegs sein eigentlich jetzt. Und Statuskondition, seht ihr? Witzig. Ist die Frage. Genau, war Clüdi schon mal in einem Geisterhaken? Ja, ne? Ich schätze, er kommt genau von hier.
Na, obwohl. Bleibt er da? Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Ich tippe mal ganz kurz den Jen an. Bei Cheryl ist er auch nicht. Ich glaube, sie ist Lisa, ne? Sorry. Jetzt ist er da. Ja, dass er Quentin so rausfokussiert hat, hat ihm einen riesen Vorteil erschaffen, ne? Gegen drei Leute ist es einfach schon mal viel einfacher für ihn. Wir müssen noch zwei Gens schaffen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Er hat Klödi. Gucken wir mal. Er hebt sie auch auf. Das heißt, sie ist leider raus. Ich würde dich echt gerne heilen, damit wir ihn nicht weiter anfüttern. Warum gehen wir in die Ecke der Map? Hier ist halt auch noch ein Gen, das heißt... ich wollte mich jetzt eigentlich anbieten. Nun gut. Wir suchen mal als erstes bei Shaq gleich nach der Luke. Obwohl, vielleicht hat er ja Barbecue. Dann hätte er mich jetzt gesehen. Nee. Eine Zeit lang war es so, dass die Luke ziemlich oft bei dem letzten Haken, also bei Cheryl jetzt quasi gespawnt ist. Okay, er stürmt jetzt hier über die Map, um die Luke schneller zu finden. Bedeutet, genau, ich bleib hier. Noch Ausgang bis A. Hock mich hier hin. Okay. Das war richtig schlecht von mir. Ich habe nicht gedacht, dass er von dort trifft, wenn er in seiner Fähigkeit ist, aber so ist es nun mal. Kurz und schmerzlos war das Ende. So, schlampiger Schlachter, Geißelhaken, Barbecue tatsächlich und tödlicher Verfolger. Damit hat er mich an der Shack auf jeden Fall gesehen. Elisa, genau. Hatte für das Volk dabei. Ja, dann sage ich mal GG und wir sehen uns dann beim nächsten WP, ne? Sorry. Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.